Sie glauben doch nicht, dass ich erkläre, dass meine Polizei die Lage nicht mehr im Griff. Die Erstaufnahmeeinrichtungen in den Bundesländern sind im Moment zum großen Teil nur zu 50% belegt. Nein, nein, sie hat es wirklich gesagt. Nancy Faeser sagt, sie ist nicht bereit zu erklären, dass sie die Kontrolle verloren hat. Dabei sagen sie immer selbst, dass wir die Kontrolle über diejenigen, die ins Land kommen, verloren haben. Das sagt das BKA, das sagt der BND. Wir wissen überhaupt nicht, wie viele Terroristen sich drunter gemischt haben. Und sie sagen jetzt hier, ja, wir haben die Lage vollständig im Griff. Dann kommt sie noch damit, wie Annalena Baerbock, dass wir noch Plätze frei haben. Es ist wirklich phänomenal. Das war die Sendung von Maybrit Illner von gestern Abend. Und wir haben heute hier mal eine wunderschöne Landschaft hinter uns. Wunderschöner Ausblick, oder? Genießt es. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, bevor die Sonne euch zu Ende blendet. Aber die Sendung von Maybrit Illner, sie war wieder voll mit ganzen Skandalen. Auch Ricarda Lang war da und Nancy Faeser. Ihr könnt euch vorstellen, dass es da mal wieder heiß zur Sache ging. Wir starten direkt mal rein. Also ich finde es sehr interessant, Herr Lindemann. Wir sitzen hinter verschlossenen Türen bei vertraulichen Gesprächen. Da gibt es keine solchen Vorschläge. Und jetzt sitze ich mit Ihnen im Fernsehen und dann machen Sie mir Vorschläge. Nein, was heißt, mir geht's sagen um die Sie Sache. Doch, ja, wenn es Ihnen um die Sache ging, wären Sie bei den Gesprächen drin geblieben. Eben, dann hätten Thorsten wir diskutieren Frey, der macht können. Das so gut. Der macht das super, da stimme ich Ihnen absolut zu. Aber wenn die Tür der doch musste schon aufhören. Leider auch diese Gespräche verlassen. Und jetzt will ich noch mal was zu Ihrer Lösung sagen, Herr Lindemann. Ich glaube, es ist noch mal Zeit, auch darüber zu reden, warum sehen wir rechtliche Bedenken. Sie haben recht, das ist rechtlich unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Wenn dann müsste man die erklärt. Notlage in Deutschland erklären. Sie glauben doch nicht, dass ich erkläre, dass meine Polizei die Lage nicht mehr im Griff hat. Oder Herr Herrmann in Bayern erklärt, er hätte die Lage in Bayern nicht mehr im Griff. Das ist etwas, was Menschen Angst macht. Die Erstaufnahmeeinrichtungen in den Bundesländern sind im Moment zum großen Teil nur zu 50% belegt. Das heißt, sie würden juristisch gar nicht belegen können im Moment, dass eine Notlage existiert. Also haben sie die Möglichkeit nicht. Jetzt kommt aber ein zweites hinzu und das ist viel gewichtiger. Das würde ich gerne mit Ihnen am Tisch auch bereden. Gerne. Ne? Weil, deswegen sind wir ja hier. Genau, weil nämlich die Frage, die tatsächliche, der österreichische Innenminister hat, wie Frau Lang es gesagt hat, zu Recht, hat erklärt, er werde das nicht akzeptieren. Er werde das nicht akzeptieren und weil ihr bei mir auch immer wieder was lernen sollt, möchte ich euch mal einen Hinweis geben. Es gibt nicht nur das Einführen der Grenzkontrollen nach unseren nationalen Gesetzen und nach den Gesetzen der EU, dass wir sie notifizieren in Brüssel. Es geht sogar nach dem Schengener Grenzkodex. Der Schengener Grenzkodex geht weit über die Freizügigkeit der EU hinaus. Der Schengener Grenzkodex regelt in Kapitel 2 mit dem Namen vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den Binnengrenzen, dass selbst nach dem Schengener Grenzkodex es möglich wäre, diese Grenzen zu kontrollieren. Ja, im Schengener Grenzkodex gibt es dann Ausnahmen wegen Personenkontrollen und gewisse Einzeltatbestände, aber nationales Recht hat immer am Ende Vorrang zu genießen, denn wenn wir unsere innere Sicherheit nicht gewährleisten können, wovon Nancy Faeser ja im Moment noch überzeugt ist, dann ist es unsere Pflicht, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um unsere innere Sicherheit wiederherzustellen. Und jetzt zeichnet sie das Bild eines armen, armen Menschen. Es ist ihr ganz klassisches Framing von sozialistischer Seite. Jetzt stellen wir uns mal die tatsächliche Lage vor. Ich war vor kurzem in Görlitz an der Grenze mit meiner Bundespolizei. Da ist ein kurzer Abschnitt, der wird von der deutschen Polizei gemeinsam mit den Nachbarn bearbeitet. Und jetzt kommt die Situation, dass ein Flüchtling kommt, der Asyl bei uns beantragt. Wir haben einen Eurodac-Treffer und wir sagen, nee, hier ist Ende. Wiedersehen. Und hier ist Ende und Wiedersehen. Ganz genau, weil das Asylgesetz in § 18 Absatz 2 genau vorsieht. Die Einreise eines Ausländers ist zu verweigern und zu verhindern, wenn er eben in einem anderen Land schon registriert ist. Und das ist nun mal der Eurodac-Treffer. Da kann Nancy Faeser jetzt mit dem weinenden Auge noch wie ein großer Hund etwas erzählen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es geltendes Recht wäre. Österreich steht gegenüber, nicht Österreich in dem Fall, aber das Nachbarland steht gegenüber und sagt, aber kommst jetzt hier nicht rein. Jetzt steht der Flüchtling. Das Nachbarland steht gegenüber und sagt, du kommst hier nicht rein, obwohl es dafür dann zuständig wäre. Ja, da sehen wir mal, wie viel die anderen Länder auf die Rechtsordnung geben in der Europäischen Union. Ich will es einmal Herrn Lindemann fragen, weil das ist ja eine ganz tatsächliche Gerne. Lage. Dann steht der Flüchtling zwischen diesen zwei Grenzen.
kommt bei uns nicht rein und in... Und jetzt geht das große Gejammere los. Da muss man sagen, wenn man schon in einem sicheren Drittstaat ist, dann schon registriert ist, dann ist es eben halt persönliches Pech, wenn der Flüchtling weiterzieht und dann am Ende nicht einreisen darf und dass er nicht zurückgenommen wird, das wäre eine Aufgabe der EU. Denn den Rechtsbruch, den sie hier begehen, es ist par excellence. Seit 2015 wird Dublin mit Füßen getreten. Die einzigen, die es noch ein bisschen versuchen, aufrechtzuerhalten, ein bisschen sind die Deutschen. Und jetzt kommt die beste aller Besten, Ricarda Lang. Sie ist jetzt wohl zu Maybrit Illner gefahren und die Sache mit der Frage nach dem Dresden war wohl ein gefälschter Post. Das möchte ich hier nochmal dazu sagen. Ein Land wie Deutschland würde es sich niemals leisten können, nationale Alleingänge in Europa zu machen, wo am Ende entweder die anderen sagen, Frau die bestrafen wir, indem wir uns Zeit gegen die stellen, oder indem nur noch die anderen sagen, dann halten wir uns... Da hat er vollkommen recht. Nur noch Deutschland macht den nationalen Alleingang. Alle anderen Mitgliedsländer der Europäischen Union wollen eine viel restriktivere Migrationspolitik. Und das GEAS, auf das sie sich geeinigt haben, worauf Frau Faeser so stolz ist, ist ein Witz an Kompromiss. Die anderen Staaten wollen das weitaus schärfer und restriktiver handhaben. Schweden möchte jetzt bis zu 30.000 Euro bezahlen für die freiwillige Ausreise von Migranten. Da sieht man mal, wie viel Steuergeld auf einmal da ist, was man ihnen hinterherwerfen kann, dass man sie dann los ist. Aber jetzt schießt Ricarda Lang wirklich den Bock ab und zieht in den Kakao Politiker, die von ihr besser gar nicht in den Mund genommen werden sollte. Und ich finde ehrlich gesagt, dass die Union in dem Versuch, sich von Angela Merkel zu distanzieren, jetzt auch bereit ist, das Erbe von Konrad Adenauer und von Helmut Kohl über Bord zu werfen. Das ist absolut unverantwortlich. Das Erbe von Konrad Adenauer und von Helmut Kohl, ausgesprochen von Ricarda Lang. Ich weiß, welche zwei sich im Grabe heute rumgedreht haben, beziehungsweise gestern Abend bei dieser Aussage. Die Parteivorsitzende der Grünen, die es geschafft hat, unter 10% zu kommen. Frau Lang, bitte machen Sie weiter. Bitte treten Sie wie Frau Esken einfach jeden Tag im deutschen Fernsehen auf, damit wir alle was zu lachen haben. Es ist einfach an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Sie feiern sich für 30.000 Zurückweisungen. In der gleichen Zeit gab es über 160.000 Erstanträge auf Asyl. Und jetzt sollen halt noch ein paar Tausend weiter dazukommen. In der Sendung wurde gestern auch angesprochen, wir hätten 50.000 Flüchtlinge letztes Jahr nach Dublin-Verfahren zurücküberstellen können in andere Mitgliedstaaten. Knappe 5.000 sind es bisher geworden. Das heißt, 95% derer, die wir wieder in andere Länder schieben könnten, sind noch hier. Und jetzt sagen sie, wir machen das in Ankerzentren an der Grenze und schieben sie dann zurück. Sie sagen uns also offen ins Gesicht, das, was die ganze Zeit nicht funktioniert hat, verkaufen wir dir jetzt als alten Wein in neuen Schläuchen und bitte wähle uns in Brandenburg. Im Moment steigt die SPD in Brandenburg. Völliger Wahnsinn, kann ich euch sagen. Aber ich vermute, das ist einfach nur die Toleranz, die die Demoskopen haben, um jetzt nochmal den Anschein eines letzten Comebacks zu feiern. Immerhin bezahlt ja auch jemand für diese Umfragen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere diesen Kanal, like dieses Video, drücke die Glocke, kommentiere es. Wie findest du Frau Faeser? Ich weiß, wie du sie findest und bitte formuliere es ohne Hass und Hetze und sage einfach ihr in höflichen Worten, dass sie die inkompetenteste Innenministerin ist mit dem niedrigen Intelligenzquotient seit Gründung der Bundesrepublik. Und das ist nur meine Meinung, das ist keine Tatsachenfeststellung. Dafür müssten wir sie einem Test unterziehen. Und damit sage ich ciao, bis bald.